Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Aber erstmal müssen wir die Musik was leiser machen. Hallo? So, auch wir begeben uns in den Amazonas und ja, wir spielen jetzt erstmal Geschichte. Und parallel vielleicht noch überleben. So, willkommen. Ausbildung zur Survival-Erfahrung für alle Spieler empfohlen. Okay, okay. Raubtiere an. Gegner sind wesentlich feindseliger und die Strafen für niedrige geistige Gesundheit fallen drastisch aus. Das sind Touristen. Ein ruhiger Modus ohne feindliche Angriffe im Dschungel und keine gefährlichen Tiere für Spieler empfohlen, die sich auf Geschichte und Erforschen konzentrieren wollen. Nee, nee. Komm. Ja, das Ganze ist übrigens blind. Ich weiß zwar, dass das Game schon mal länger draußen ist, habe das auch mitbekommen, aber habe mich nirgendwo spoilern lassen. Tag 1. Okay. I'm here. Hey! I made it! Is everything all right? Yeah! You can come up! You do know you have the walkie-talkie, right? Klar habe ich das Walkie-Talkie, aber du musst doch auch eins haben. Sonst könnten wir doch ja nicht miteinander reden. Zumindest hat sich so angehört, als wenn wir über Funk miteinander reden werden. You can come up. Just go ahead. I need to find something in my backpack. Hä? Warum das? Zum Antworten gedrückt halten. Ach so, ja. Ich wette, du würdest jetzt gerne ein Nickerchen machen. Und was genau? What exactly? The gear should already be at the camp. You will know when the time comes. Very well. You can catch up, yes? The path leads through that canyon. I know. Okay. So, finde das Lager. So, erstmal die Grafik hier angucken. Ja. Doch. Gefällt mir. Neuer Dialog. Have you tied down the bow? Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, I feel you. Here's the place is beautiful. Still. We can't forget what we came here for in the first place, I know. But
As soon as we're settled in, I am off to the Jawahaka village. And what if they will not speak to us? Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins. Ah, guck mal in unser Lager. Okay, so duckt man sich mit STRG oder Control. Okay, I found the tent. Is everything all right? Passt schon, nicht gerade ein 5-Sterne-Unterkunft. Spacious interior, luxurious cots, not all that fancy. Oh, and there's a dirt floor. As long as it doesn't leak, I am fine with it. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Perfecto. Yeah. Well, that's everything. We're officially settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Carino, you know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Use your imagination. Wähle einen Ort für ein kleines Feuer. Moment. Drücke C. Halte C gedrückt, um das Navigationsrad aufzudrücken. Und wähle das Tagebuch aus. So. Feuer kann unerwünschte Aufmerksamkeit anziehen. Alles klar. Was haben wir denn hier? The Lost Tribe. Der verschollene Stamm. Das hier ist ihr Land, ihr Erbe, so wie schon seit tausenden von Jahren. Jeder, der hier kommt, muss das respektieren. Es ist 3 Jahre her, dass wir sie zuletzt gesehen haben. Oft reagieren sie mit Furcht auf das Unbekannte. Es ist verrückt, aber wir brauchen dringend ihre Hilfe. Unser ganzer Plan hängt davon ab. Ja, ist alles? Ja, war alles. Ah, eine Maske. Tiere des Regenwalds, harmlos. Hinter all den Gefahren verbirgt sich so viel Schönheit in diesem Dschungel. Viele kleine Säugetiere dienen den Eingeborenen als Nahrungsquelle, da sie reich an Proteinen und Fetten sind. Stellen Sie die perfekte Ergänzung zu Früchten und Gemüse dar. Ja, bloß hier muss man auch noch, wie bei Subsistence, Gemüse und Protein essen. Dank des Kambo-Rituals ist die tödliche Amphibie auf diesem Planeten für die Einheimischen absolut ungefährlich. Südamerikanische Stämme entziehen einem lebendigen Frosch sein Gift und durchstechen die verbrannte Haut. Von Kindern mit kleinen Giftdosen bis zu immun gegen das Gift sind. Ach, bis sie immun gegen das Gift sind. Die Jabuhaka leben tief im Amazonas-Regenwald und gelten als einer der 80 verborgenen Stämme dort. Sie fürchten die moderne, grausame Welt und leben daher sehr isoliert. Werden sie uns willkommen heißen, sind sie der Schlüssel und der einzige Hinweis darauf,
auf, wieso wir hier sind? Ihr wisst nicht, warum ihr hier seid? Mittlere Schicht, Blattwerk, Rauchschicht, Unterholz. Okay, die Tiere, die da überleben, müssen wir wohl noch finden. So, wir sollen erstmal ein Feuerchen machen. Alles klar. Sechs kleine Stöcke und 8 große Stöcke. Was haben wir denn da? Mengen, Elemente. Ah. Wirkung, senkt maximal die Kondition. Bekannte Handlungsmethoden. Die beste Fettquelle sind Nüsse. Die beste Kohlenhydratquelle sind Früchte. Die beste Eiweißquelle ist Fleisch. Immer sauberes oder abgekochtes Wasser trinken. Andernfalls droht Parasitenbefall. Geistige Gesundheit. Wirkung Halluzination. Verzehr einer Produktion mit einer natürlichen Anti-Stress-Wirkung verbessert den Geisteszustand. Und ruhiger Schlaf erhöht geistige Gesundheit. Auf was haben wir uns hier eingelassen? Da liegt ja noch eine Machete. Vogelnest. Oh. Wie lasse ich den jetzt wieder fallen? Alles klar. So, hier, Lianen. Erstmal alles looten, was man findet. Nicht dich? Nein. Nicht. Ah, jetzt kann man auch wieder trennen. So. Ich lege mir das mal hier hin. Wo kriegen wir Stöcke her? Endlich sieht man mal. Was haben wir denn da? Unbekannte Nuss. Da tut sich nichts, wollte ich gerade sagen. Ich konnte ja gerade kurz nehmen. Palmblatt. Trockenes Blatt, langer Stock. So, wo war er? Da war er. Stock. Langer Stock. Oh, schon wieder die Hände voll.
Sag mal da, Stock. Langer Stock. Haben wir wieder die Hände voll. Und davon brauchen wir noch 8 von den scheiß langen. So, jetzt müssten wir aber eigentlich genug kurze Stücke haben. Ah, bin hier im Kopf. So, eben. Wo war denn unsere Aufgabe? Hallo? Ah, da. So. Lass mal gucken hier. Vogelnester. Eine Nuss. Ah, da. Muss ich jetzt zusammenzählen? 4 wären 8 und 6 wären 14. Das heißt, wir brauchen nur noch lange Stücke. Holzscheit. Gilt ja auch als langer Stock. Da. So, jetzt mal eben herstellen. Okay. Rucksack. Wähle einen Ort für ein kleines Feuerchen. Wähle das Tagebuch aus und dann das Feuer-Fragezeichen. Ah, okay. So. Oh, guck mal. Honey, I can't seem to find a bag or two. Are you sure you brought everything? Yeah, everything the porters left. Why? Is anything missing? I'm not sure yet. But it feels that way. Nicht. Ach, komm mal. Aber es gibt auch noch verschiedene kleine Stöcke. Oh, Junge. Well, looks like everything's ready. Mia, can you bring me a lighter? Remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment?
What? Don't tell me. Yeah, we have no fire. Not a single lighter, nor a box of matches. We ordered both. Did you check everywhere? I did. You need to do it the old-fashioned way. Well... Hon, get the campfire started, please.